Bitte, Schnapper, sei nicht so krass. Jo! Och, Volltreffer ist doch... Ist nicht dein Ernst. Moino, Freunde, und damit begrüße ich euch wieder zurück zu Pokémon Gelb, die Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind in der Liga, unterlevelt an sich, aber kommen bisher recht gut durch, ohne Probleme, und wir stehen hier vor Agatha, die drittstärkste Trainerin von der Top 4. Ich bin Agatha, aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war schon Jahrzehnte vorher. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja auch kämpfen schließlich. Tristan, deswegen zeig mir mal, dass du ein richtiger Trainer bist. Agatha, ich erfülle dir deinen Wunsch, deinen vielleicht... Nein, nicht den letzten Wunsch. So alt ist sie noch nicht. Oh, aber sie kommt schon mit einem Nidoking vorbei. Da überlege ich gerade sogar ein bisschen, aber ich denke mal, gegen Andy hat er nichts. Ah, doch, Fuchtler. Fuchtler kann schon wehtun. Ah, 40 Damage ist schon hart, aber wir sollten das überleben. Wenn jetzt Andy einen Volltreffer erleidet oder einen Volltreffer macht, dann sollte das reichen. Aber gegen den Radikal, warte mal, doch, Radikal können wir sogar. Christoph einsetzen. Mensch, Chrissy. Du bist mal wieder im Einsatz. Zeig deine Fäuste. Oder zumindest deine Füße. Bei Fußkick und so. Wow. 52 für dich. Dann haben wir jetzt einen Machomai. Ein Machomai wäre am besten eigentlich Psycho. Bin ich auch ehrlich, wir werden mal unser Andy ein bisschen hochheilen. Weil der hat doch schon echt ein bisschen was gefressen. Nach den Attacken. Und jetzt wechseln wir mal rüber. Bin mal gespannt, ob wir doch mit Psychokinese sollte auf jeden Fall Macho mal rumkippen. Ich hoffe mal, irgendjemand hat doch legendäre Pokémon. Weil ich bin extra dafür vorbereitet. Ich habe mich richtig... Darauf gefreut, dass jetzt legendäre Pokémon mich kalt machen. Mehr oder weniger. So, Tauros. Ah, warte mal. Ich werde trotzdem wechseln, aber wird das nicht gefährlich sein? Ich weiß halt nicht Tauros Attackengrad. Aber bis jetzt hat er nur Rutenschlag eingesetzt. Und Silberblick. Warum hat der dort zwei Attacken, die Verteidigung senken? Also irgendwie kommen die Gegner nicht zum... Oh, oh. Nicht zum Angriff, wollte ich sagen. Ich glaube, da müssen wir doch wechseln. Chrissy hält nicht, glaube ich, nochmal aus. Oh, 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 oh. Gut, dann machen wir halt Hades. Ah, nee, wenn Pixie jetzt Metronom macht. Dann könnte eine Wasserattacke rausspringen. Und Pixies Wasserattacken sind schon vielleicht härter. Nein! Auch diese blöde Gesangsstrategie von den Gegnern. Wo ist die Pokéflöte? Ach Mann, ey. Jetzt macht er auch noch Komprimator. Das ist jetzt nicht... Oh nein, wird immer ungünstiger. Komm. Nein. Wieso nehmen die Supertränke? Haben die nicht immer Übertränke? Oder hatten die schon immer nur Supertränke? So, Pixie ist besiegt.
Und wir haben Agathe aus dem Leben genommen. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Nun, du hast gewonnen. Jetzt verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setze deinen Weg fort, junger Mann. Das will ich hören, gute Dame. Es wird nämlich Zeit, jetzt gegen Siegfried anzutreten. Unser engster Partner, aber auch Rivale. Es geht los, die letzten beiden Kämpfe warten auf uns. Oder zumindest der letzte Kampf gegen den... Okay, gegen den Champ erwarten uns. WTF, was war das denn? Hinterfrage ich einfach nicht. Ich hab dir bereits von dir gehört, Tristan. Ich bin Siegfried, der Drachentrainer. Und Obhut, oder Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen-Pokémon mystische Wesen sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Arena-Liga hier und jetzt, Tristan. Das ist eine Ansage, Siegfried. Schade, dass du nur keine Drachen-Pokémon mehr besitzt. Ich würde sagen, wir surfen dich mal eine Runde weg. Ja, der Bodycheck wird uns jetzt nicht killen. Dein erstes Pokémon war auf jeden Fall schon mal eine Nullnummer, sagen wir mal so. Kabutops ist auch ganz gut für Nelly. Also, die Pokémon-Wahl von unserem Team ist echt atemberaubend, außer dass Nelly halt nur eine schwache Absorber-Attacke hat. Aber trotzdem, wir können so gut gegen die Pokémon von den Gegnern ausharren. Die haben halt überhaupt keine Schnitte. Jo, der kommt mit einem Gifloor an. Ich glaube nicht, dass sein Gifloor einen Flammenwurf kann. Oder Feuersturm. Alter, als ob. Oh! Oh, das könnte jetzt knapp werden sogar. Obwohl. Ja gut, mit einem Volltreffer ist das natürlich klar. Gut, dann hast du gewonnen. Smetbo, GG. Wir wechseln trotzdem. Oh, dieses Smetbo ist stark. Es macht zumindest immer einen Volltreffer. Aber jetzt brennt es. Jetzt hat es keine Chance mehr. Immer Mega-Hieb. Und dann sollte es K.O. sein. Und wie gesagt, Vannis Angriff ist viel, viel härter als der Spezialangriff. Und Glut ist halt sowieso schwach. Ach, verdammt! No! Der heilt sie einfach hoch. Oh, nicht mit mir, kannst du vergessen. Okay, dieses Smetbo bereitet mir einen schönen Sorgen vor. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich gegen ein Smetbo Probleme habe. So, erster Trank für mich jedenfalls. Er hat ja schon einen Trank verwendet. Dementsprechend sind ausgeglichen und ja, ich greife extra mit Vanni an, damit ein bisschen Spannung mit zukommt. So, und damit war es das auch für diesen Pokémon. So, und dann haben wir Nidoking. Nidoking auf 62, das ist schon mal eine Hausnummer. Kann man schon mal sagen. 10 Level über uns. In einer Nuzlocke kann gefährlich werden. Kann. Wird auch ganz schön gefährlich, sehe ich gerade. Weil er macht uns 50 Damage pro Rundumschlag. Heißt, mit einem Volltreffer werden wir theoretisch down. Okay. Ich setze mein Heil-Item nochmal ein. Mein zweites.
Damit müsste sein Fuchtler zu Ende sein und wir sind zumindest halbwegs jetzt geschützt. Komm, triff dich selber. Perfekt. Das war Siegfried. Leute, das war Siegfried. Es ist vorbei. Unfassbar. Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen-Pokémon sind an dir gescheitert. Tristan, nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Aber eigentlich wärst du es. Aber du musst jetzt noch eine Herausforderung bestehen. Und einen weiteren Trainer erwartet dich. Es ist Gary. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Das ist unser letztes Ziel. Und den werden wir natürlich in diesem Part erledigen. Wir heilen uns nochmal komplett. Just for fun einfach. Wir haben so viele Heil-Items, glaubt mir. Ich hab da ein bisschen zu viel eingekauft. Aber wir haben keine Attacken mehr. Das müssen wir bedenken. Aber ich würde sagen, Leute, auf geht's. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Tristan. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Tristan, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Crazy? Aber du hast recht, du bist bis jetzt der Stärkste. Aber wie lange noch? Du fängst an mit einem Nidoking. Und wir würden wechseln auf dem guten Andy. Auch wenn du deinen Fuchtler jetzt einsetzen wirst oder auch nicht. Das ist sehr gut. Giftstachel ist jetzt auch eine geile Attacke, aber egal. 61 sollte jetzt reichen auf jeden Fall, weil der 62 hat ja auch nur ganz knapp überlebt. Und jetzt kommt sein Fuchtler. Autsch. Ah, der hat uns schon doch eindeutig Schaden gemacht. Ha, für Raichu haben wir was. Nämlich unserem Pro, Hades. Ja, dein Donnerwelle, weißt du? Wo wird Pokémon ausgesucht, muss ich ehrlich gestehen. Tut mir leid. Du hast nicht gegen alles eine Chance, Gary. Starmie ist denn doch aber was anderes, du. Ich würde sagen, wenn er jetzt keine Psycho-Attacken hat, bleiben wir bei Nelly. Jedenfalls kommt er mit Tackle und wir werden mal Stachelspore machen. Hat keine Wirkung, natürlich. Jetzt aber. Sehr schön. Und jetzt saugen wir ihn Stück für Stück raus. Die ganze Kraft und Energie dieses Pokémon wird einfach in Nelly reingesaugt. Hört sich weird an, wird aber der Fall sein. Weil Nelly ist stärker. Und anscheinend hat er keine Psycho-Attacke, was traurig ist, aber man kann nichts erinnern. Gary hat halt nicht alert. Oder für alle eine Lösung. Aber eine Top-Genesung. Gut, nächstes Item für mich schon beim Reservoir. Ich glaube, das ist jetzt das zweite Item, was wir verwenden dürfen. Und ich finde es gut, dass wir ihn nochmal vergiftet haben. Ah, wie schön. Aber wir werden bald keinen Absorber haben. Das bedeutet, wir müssen mit Feuersturm entweder weitermachen oder wechseln. Komm, ich will jetzt nicht wechseln. Oh, Nelly hat gar keine Attacke mehr. Gut, Nelly ist für die Kämpfe jetzt raus. Und zwar komplett. Verdammt, daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass sie zu wenig KP hat. Oder AP. Oh Gott.
Ice Heat müsste aber mehr Damage machen. Was? Eis ist auch für die... Okay, dann surfen wir dich halt weg. Ist mir auch egal. Irgendwie kriegen wir dich schon klein. Was zum Teufel ist mit dem Ding los? Und hat eine Verteidigung, das ist ja unnormal. Aber speziell ist es sowieso gut aufgestellt. Eieiei, das hat aber jetzt ein paar Probleme uns gemacht, du. Es war klar. Natürlich hat er einen Simsala. 61. Oh, überlebte... Ah, überlebt Andi eine Attacke von ihm? Komm, go for it. Andi, du musst... Bitte. Wir müssen unbedingt heilen. Ich gehe kein Risiko ein. Ich würde sagen, jetzt müssen wir richtig aufpassen. Weil der hat ein starkes Pokémon bei sich. Ein sehr, sehr starkes Pokémon. Hypnose, du musst... Und jetzt müssen wir Kopfnüsse geben ohne Ende. Weil Andi, wie gesagt, er hat einen guten Angriff noch nebenbei. Und für Simsala muss es ausreichen. Nein! Der Schlingel! Das war klar. Das war klar. Er kommt natürlich auf so eine Ideen. Und natürlich hat er jetzt das Glück... Genesung einzusetzen. Ja, wir müssen ihn weiter klein kriegen. Er muss schlafen. Weil sonst kann er sich dauerhaft hochheilen. Das bringt uns dann gar nichts. Oh, warum wacht der jedes Mal nach 5 Minuten wieder auf? Das ist ja ekelhaft. Ekelhafter Gegner, Alter. So, jetzt schlaf gefälligst mal eine Stunde oder so. Ach du Kacke. Alter, Leute. Ich glaube, das wird mehr als nur eng. Er hat übrigens jetzt schon 3 Items verwendet, ich 1. Alter, wenn noch so ein Ding kommt, ist vorbei. Er hat nur einen Dragoran. Alter, der hat grad. Oh mein Gott. Oh nein. Austausch hat Aurorastrahl. Hat Wasserattacken ohne Ende. Und wir müssen was tun dagegen. Oha, warte mal, jetzt muss ich überlegen, Leute. Austausch ist jetzt unser letzter Gegner. Wir haben eine Psychokinese. Hypnose sonst nur noch. Hades ist raus. Hades können wir nicht verwenden. Chrissy. Er ist Notfall, also den könnten wir verwenden, aber er hat halt keine gute Verteidigung, wie wir wissen. 93 ist so meh. Aber er könnte mit Fußkick richtig reinzimmern. Aber wir müssen wechseln. Ich hoffe jetzt einfach, Chris überlebt was. Bitte Schnapper, sei nicht so krass. Yo! Och, Volltreffer ist doch... Jetzt nicht dein Ernst. Wie dumm ist das denn?
Ja gut, das ist jetzt mega dumm, dass diese dauerhaft jetzt ein Volltreffer war. Da ist jetzt einfach mal Chrissy gestorben, weil Schnapper natürlich dauerhaft ein Volltreffer ist. Als ob. Und wieso ist Schnapper eigentlich so eine ekelhafte Attacke? Kann mir das jemand erklären? Junge. Das ist mein letztes Heil-Item-Rad. Könntest du mal aufhören, deine Schnapper-Scheiße da zu machen? Alter, was hat der denn für eine ekelhafte Attacken, Alter? Oh Gott. Gut, dieses Austausch ist hart. Und ich würde sagen, es ist tot. Ja, gut. Chrissy, damit tut's mir leid, aber du bist down. Passiert. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden? Ach, das ist nicht fair. Alter, du hast mit einem blöden Schnapper besiegt. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sorgfältig aufgezogen. Verdammt. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönn's dir das nicht. Ja, mir egal, ob du mir das gönnst oder nicht. Ich gönn dir dein... Keine Ahnung, deine verfluchten... Tod, keine Ahnung. Nicht bitte. Tristan. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit dem Mankey auf den Weg gemacht hast. Ja, genau, der ist gestorben. Tristan, du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich wieder einmal sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hier noch hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, du weißt du, warum du verloren hast? Du hast dein Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen gegeben. So wirst du niemals Sieger werden. Tristan, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Folg mir. Das ist belastend, das hätte nicht passieren müssen. Ich bin jetzt so ein bisschen angepisst, dass es passiert ist. Herzlichen Glückwunsch, Tristan. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre hellen Taten ausgezeichnet. Zusätzlich haben wir hier all ihre Pokémon geehrt. Tristan, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga gemeistert. Tristan, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in die Ruhmeshalle verewigt. Es ist belastend. Ein Tod. Im ganzen LP ein Tod. Und dennoch zum Ende hin wegen einem Betrug vom Schnapper. Ich wusste auch nicht mehr, dass Schnapper eine Attacke ist, wo die hintereinander angreift. Also, na gut. Was soll's? Du wirst auf jeden Fall noch bis zum Ende des LPs da drin bleiben, weil es wird ja jetzt nicht viel passieren, nur noch Nachstory. Und Nachstory ist halt einmal nur noch eine Ebene begutachten und das wart. Jedenfalls, ihr habt's durch das komplette Spiel geschafft. Eigentlich ohne Tod, aber der letzte Tod, der war halt, ne, der musste halt wieder einmal sein. Für die Quote. Chrissy, es tut mir leid, dass du gestorben bist. Du hast super gekämpft. Und das ist unverdient gewesen. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass du wenigstens bis zum Ende gekommen bist. Und ich denke mal, das war ein ganz, ganz gutes LP bis hierhin. War recht spannend, viele Kämpfe waren wirklich spannend, außer zum Ende hin jetzt die Liga, die war eigentlich recht knackig. Problem war, die Pokémon hatten die falschen Attacken, außer dieses Austoss. Das hatte gute Attacken, aber richtig gute Attacken. Muss man einfach sagen. So, allgemein zum Spiel erstmal kann ich so viel sagen, es ist immer noch einer meiner Lieblingsgens.
Ja, ich weiß, ich habe viel gesagt, dass das zu überlevelt ist und alle drum und dran. Dass die Trainer erstmal zu schwach sind und dann auf einmal wupp machen, ist nicht schön. Ja, verstehe ich. Aber dennoch finde ich an sich die Generation sehr schön gemacht. Ich mag das Kanto immer wieder mal zu durchreisen. Ob es an der Nostalgie liegt oder an anderen Sachen, kann ich selbst nicht beurteilen. Ich würde es schon schätzen, ja. Trotzdem ist es auch mega cool. Also die Region an sich ist, wie gesagt, mega cool. Die Nuzlocke dazu und die Randomizer war auch sehr geil, aber wie man es gesehen hat, man überlevelt sehr, sehr schnell. Und dann wurde es natürlich zwischendrin recht langweilig, mehr oder weniger. Aber die Liga hat uns trotzdem noch zu schaffen gemacht, weil wir waren 15 Level drunter. Man hätte natürlich noch mehr Differenzen machen können, also ich hätte auch mit Level 47 dort trainieren können. Ich glaube aber, das hätte jetzt auch nicht viel geändert. Ich glaube, Chrissy wäre einfach zum Ende hin gestorben. Sorry nochmal dafür. Aber ihr könnt gerne ein Like da lassen und um nichts mehr zu verpassen, auch gerne abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Pokémon Gelb wieder. Und zwar die allerletzte.